fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Wir sind bei Folge 63 unseres Podcasts angelangt und haben, wie angekündigt, mittlerweile leider schon zweimal angekündigt, weil wir es ja einmal verschoben hatten, heute für euch ein bisschen was zum Thema Balance, nämlich die White Oak Balance Beams. Und weil wir nicht nur über die Beams sprechen wollen, sondern grundsätzlich über das Thema Balance, wird das ein bisschen mehr als nur über dieses Produkt gehen. Wenn ich aber sage wir, dann wisst ihr schon, wen ich für euch noch begrüße. Ich sage wie immer hallo, liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hi Alex. Ja, das ist auch ein Thema, was nicht nur spannend ist, sondern mir auch am Herzen liegt. Weil schon im Kinderbereich verlernen die Kinder ja tatsächlich diese Fähigkeit, Balance zu halten. Und mit Barefoot war ja schon mal ein guter Stein gesetzt, ne, dass es da endlich Tools gibt, wo man da so ein bisschen mit trainieren kann. Aber White Oak hat da echt so einen Balancierstab entwickelt, der echt super ist. Nicht nur für Balancieren, auch für andere Sachen. Und da habe ich mich echt drüber gefreut, dass wir den testen durften. Ja, absolut. Ja, die Firma White Oak kommt, auch wenn es der Name nicht verrät, aus dem Polnischen, produziert dort ihre Sachen aus der weißen Eiche, einem Hartholz. Eigentlich ist es die Firma White Oak Climbing. Die beiden Gründer der Firma sind passionierte Kletterer und haben vorrangig Trainingstools für Kletterer entwickelt, also so Griffbretter und dergleichen mehr. Und sind dann aber tatsächlich über einen befreundeten Physiotherapeuten, der auch an der Entwicklung dieser Tools beteiligt wurde, eigentlich darauf gekommen, dass die Füße für die Kletterschuhe einen gewissen Ausgleich brauchen. Und so kamen die Jungs dazu und haben angefangen, Trainingstools für die Füße zu entwickeln. Und dazu gehörte auch die jetzt von uns getestete Balance Beam. Dann haben die Kork- und Holzbälle, um den Fuß auszumassieren, Schrägbretter und ein Produkt, das sie in Deutschland leider nicht vertreiben dürfen, weil es dem Blackboard zu ähnlich ist, dass es hier Patentrechte verletzen würde. Also von daher, wer mal auf die Webseite, die wir in den Shownotes auch verlinken, geht und dort dieses Board findet, nicht wundern, dass er das hier nach Deutschland nicht bestellen kann. Ja. Ja, da geht es um Patente, ne? Das ist ja, so. Ja, genau. Es sieht dem natürlich auch sehr, 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 sehr ähnlich. Ja, ne? Das stimmt. Von daher kann man das schon nachvollziehen. Ja, sehr spannend. Ich finde das auch richtig klasse, dass man sich Gedanken macht, wenn man ein Hobby hat, dass man zu diesem Hobby, wenn das einseitig tatsächlich den Körper belastet, dass man da dann etwas entwickelt, um Ausgleich zu schaffen. Das höre ich wirklich sehr, sehr wenig, egal ob jetzt bei der Firmenfitness, wenn man da am Arbeitsplatz eine blöde Körperhaltung hat oder wenn man den ganzen Tag in Sicherheitsschuhen steckt, dass die Menschen sich Gedanken machen, was tut mir jetzt als Ausgleich gut? Und gerade Kletterschuhe, ja, habe ich auch schon mal ausprobiert, das ist wirklich Gift für die Füße. Ne? Ja, die sind halt sehr, sehr eng, die sind zwar sehr flexibel, aber mega eng und wer schon mal geklettert ist, der weiß natürlich auch, das ist für den Körper super herausfordernd, gerade für die Füße, die müssen ja wirklich da eine ordentliche Portion Arbeit ableisten. Also ja. Von daher Hut ab, dass sich da so ein junges Team Gedanken macht und dann tatsächlich auch sofort Produkte zu entwickelt hat. Ja, absolut. Also wer keine Kletterschuhe kennt, der sollte es wirklich mal googeln, wie eng die sind. Das ist natürlich wirklich, die werden auch sehr kurz getragen tatsächlich. Also da ist auch mit Abrollspielraum und so nichts, weil die sollen ja nun mal nicht abrollen, sondern die sollen für maximalen Halt im Gestein beim Klettern halt sorgen und das möglichst auf einen Punkt fokussiert. Also das ist schon, ja, da ist tatsächlich der Krüppelfuß vorprogrammiert, wenn man da nicht gegenarbeitet. Also von daher, liebe Kletterer, nehmt euch da ein Beispiel an den Jungs von White Oak. Jo. Ja, das nette Balance Beam. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Sowohl von der Verarbeitung her, von der Qualität, aber auch tatsächlich von den Maßen. Wir haben bekommen die 1 Meter Länge.
die ist auch wirklich optimal, damit man da halt auch ja, eine gewisse kleine Strecke drauf balancieren kann. Und den Durchmesser, als ich es ausgepackt habe, dachte ich erst, boah, ist das ein dicker Balken. 5 cm Querschnitt. Aber das ist fürs Fußgewölbe wirklich optimal. Das fand ich wirklich erschreckend gut. Ich hatte sonst immer mit schmaleren Stangen gearbeitet zum Balancieren. Die haben 2,5 oder gerade mal nur 2 cm Durchmesser. Ist natürlich noch mal mehr herausfordernd fürs Gleichgewicht. Ne? Aber die machen natürlich nicht viel mit den Gewölben. Aber diese 5 cm sind optimal, um nicht nur zu balancieren, sondern auch zu trainieren. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Ja, habe ja sogar auch noch einen direkten Vergleich, denn ich habe mir ja meine eigenen Balance Beams bauen lassen für meine Workshops und die habe ich in zwei Längen, nämlich 1 Meter und 1,50 Meter. Und eigentlich habe ich zuletzt bei den Workshops auch immer nur noch den Meter eingesetzt, weil 1,50 Meter zu transportieren ist teilweise schon ziemlich schwierig. Kriege die mal immer so ohne weiteres in den Kofferraum. Und der große Unterschied zu meinen Balance Beams ist, meine sind aus Metall. Und da fand ich tatsächlich den Vergleich Holz zu Metall sehr spannend. Der Grip von den Holzgestängen ist einfach wesentlich besser. Also es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass meine Metallstangen, die sind pulverbeschichtet und sind auch schon mit einer etwas raueren Schicht beschichtet. Aber trotz alledem hat man das Gefühl, dass man sich auf der Balance Beam von White Oak einfach aufgrund der Holzstruktur etwas besser halten kann. Man mehr Grip hat, man einfach, ja, einfacher, etwas einfacher balancieren kann. Und ganz spannend auch, ich habe einen Durchmesservergleich, weil meine Rohre sind 6 cm im Durchmesser, also 1 cm mehr. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das macht jetzt für mich nicht so den Riesenunterschied, der 1 Zentimeter hin oder her. Was allerdings einen Unterschied macht, ich habe jetzt das Ganze über Rohrverbinder sehr hoch stehen, sodass meine Rohre tatsächlich eigentlich fast ausschließlich zu gebrauchen sind fürs Balancieren. Und durch die sehr kleinen Halterungen an der Balance Beam von White Oak wird das Ganze ja sehr bodennah gehalten, sodass du da noch weitere Einsatzmöglichkeiten hast, einfach fürs Zehentraining. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, das fand ich nämlich auch gut. Also das ist wirklich sehr durchdacht, das System. Ja, du kannst nämlich zum Beispiel deine Zehen daran dehnen, ne? Wie du schon gerade eben sagtest, den Großzeh einfach dran stellen oder die Kleinzeh dran stellen, weil die wirklich schön flach sind. Ja, du kannst das aber auch mit als Tool nutzen für die tiefe Hocke. Genau, Ferse Ne? draufstellen. Ferse draufstellen, richtig, oder halt den Vorfuß draufstellen zum Dehnen. Also die sind wirklich super einsetzbar. Und Holz finde ich auch echt ein tolles Arbeitsmaterial. Temperatur, meine sind ja aus Plastik, ne, damit ich halt auch draußen damit arbeiten kann. Deswegen bin ich auf Plastik gegangen. Wenn es denn mal regnet oder die dann doch irgendwie eingesifft sind, kannst du sie besser sauber machen. Aber ich finde es viel angenehmer, barfuß auf Holz als barfuß auf Metall oder auf Plastik. Das finde Ja, ich auch absolut. nochmal Ja. richtig, richtig toll. Die fühlen sich halt wärmer an, unterm Strich. Also selbst wenn sie die gleiche Oberflächentemperatur gegebenenfalls haben, Holz fühlt sich einfach irgendwie wärmer an. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, ob man an Holz oder Metall packt. Holz fühlt sich eben einfach dadurch, dass es Naturmaterial ist, einfach angenehmer und wärmer an auf der Haut oder für die Haut. Und das macht es natürlich dann auch sehr angenehm, darauf zu balancieren. Ja, richtig. Ja, und was du schon von auch eingangs sagtest, mit der Beschichtung, ne? Meine Plastikstangen, die sind doch dann irgendwann sehr, sehr rutschig, tatsächlich. Na, die drehen sich auch aus der Halterung raus. Ich habe so ein Clipsystem mir einfallen lassen oder selbst gebaut. Also nichts fest montiert auf die Stangen, damit ich die Stangen halt auch noch anders nutzen kann. Und barfuß auf Holz hat halt wirklich einen ganz anderen Grip. Ja, bei Plastik und bei Metall rutscht du doch relativ zügig irgendwann weg. Also das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Echt toll. Absolut. Jo. Ja, warum ist oder nein, wir bleiben erstmal noch bei den Stangen selber. Wo wollte ich drauf hinaus? Ich wollte jetzt gerade eigentlich zu warum ist Balancieren so wichtig, aber ich wollte jetzt doch erstmal beim Produkt bleiben. Was wollte ich jetzt sagen? Die Länge vielleicht, warum die Länge Nee, gut hattest du ist? schon erwähnt. Länge, 1 Meter. Ach so, ja. Die Balance Beams gibt es tatsächlich bei White Oak in zwei Längen. Wie du sagtest, also die 1 Meter lange
Ist super zum Balancieren. Es gibt auch noch ein Set aus 2x50. Kann man jetzt natürlich hintereinander stellen, um darauf zu balancieren. Kann sie aber eben auch, beziehungsweise dafür sind sie ursprünglich entwickelt worden bei denen, als Liegestützgestänge nehmen. Rein theoretisch ginge das auch mit der Balance Beam, wenn man sie halt quer unter sich legt, um so ein bisschen da was zu machen. Auch eine Variante noch dazu. Aber wie gesagt, für die Füße vorrangig entwickelt, die 1-Meter-Stange, die 50-Zentimeter-Stange, eigentlich vorrangig entwickelt, um Liegestütze zu machen. Aha, davon halte ich ja gar nichts, ne, wenn ich das mal Nein? so raushauen darf. Ach, guck. Nee, unsere Hände neigen ja dazu, tatsächlich immer mehr in sich reinzukrümmen. Weil wir ja, ne, wenn du Ja. eine Maus anpackst, wenn du die Tastatur bedienst, wenn du einen Kochlöffel hältst, egal was für eine Ja. Tätigkeit du hast, die Hände werden halt immer mehr zur geschlossenen Faust und verkürzen. Ja. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, im Liegestützbereich mit der flachen Hand zu arbeiten, Ja. damit man auch hier wieder in eine Streckung kommt und das Handgelenk auch mittrainiert, Okay. ne? Ja gut, aber der Hintergrund dieser erhöhten Griffe ist ja nicht wegen der Hand, sondern wegen der Schulterpartie, um tiefer in die Schulter zu kommen. Das ist ja der Sinn und Zweck davon. Um tiefer in die Schulterpartie zu kommen. Genau, du erhöhst quasi ja den Boden um dich rum und kannst dich dazwischen das Gestänge, sodass du dann in der Schulter höher kommst. Dadurch, dass du halt tiefer runter kannst, weil du kannst ja im Endeffekt dann zwischen die Griffe abtauchen, ne? Du kannst ja nicht in den Boden einsinken. Ja, aber die paar Zentimeter, die machen doch für Einige die schwören Muskulatur drauf. den Braten nicht fett, okay? Ja, gut, jetzt machen wir uns ja noch mal kurz so vor Augen, die sprechen übers Klettern. Das heißt, die sind ja dann teilweise auch wirklich in der Überdehnung und brauchen in der Überdehnung Kraft, wenn die jetzt irgendwo in so einer Spalte hängen. Da macht das schon durchaus Sinn, dass du auch da diesen Trainingseffekt hast, diese 2, 3 Zentimeter in der Überdehnung der Schulter plus Ja, Kraftentwicklung, okay, das stimmt, das stimmt. Beim Klettern ne? macht das bestimmt Sinn. Ja, Ja. gut, aber auch da würde ich dann eher mir Bücher, flache Bücher Da kann man hinlegen. auch, ja, klar. Ne? Machen wir uns Ja. nichts vor, es gibt für alles günstigere Alternativen. Flache Bücher. Ja. Man kann auch statt auf einer White Oak Balance Beam auf dem nächsten Geländer am Spielplatz balancieren oder auf Grindstein. Auch keine Frage. Aber der Vorteil finde ich von, ja, ich weiß, ist nicht ganz so 100%. Der Vorteil bei der Balance Beam finde ich einfach jetzt gerade noch zu der Jahreszeit, die wir so haben. Man kann mit nackten Füßen drauf zu Hause halt wetterunabhängig trainieren. Ne? Man stellt sich das Ding ins Wohnzimmer. Ich habe das Ding zum Beispiel bei mir im Wohnzimmer stehen und einfach mal so auf dem Weg vom Wohnzimmer zur Küche oder sonst irgendwo hin, Treppe, Klo, keine Ahnung was, gehe ich dann einfach mal einen Meter drüber. Und meine Kinder machen das übrigens auch sehr gerne. Einfach mal so vorbeigehen, mal so einen Meter da drüber marschieren oder so. Manchmal missbrauchen sie es auch als Ballnetz, ja, also so wie so ein, spielen so Fußballtennis da drüber, kann man da so auch einsetzen, ist auch ganz lustig. Aber ist egal, es steht da rum, es wird benutzt und das ist die Hauptsache. Ne? Und Ja. wie gesagt, ab und zu haben die dann auch einfach mal den Narren dran gefressen und balancieren eine halbe Stunde von rechts nach links, von links nach rechts, immer hin und her. Super. Ja, richtig. Und das finde ich auch, es sieht halt auch nicht hässlich aus. Ich habe das auch gerne bei mir irgendwie im Flur oder im Wohnzimmer stehen. Und du hast recht, wenn es da steht, dann benutzt man es auch. Man kann das dann wirklich super gut auch in den Alltag integrieren, ne? Ja. Und wenn dann doch mal Besuch kommt, dann schiebst du es halt einfach gerade an eine Seite unter das Sofa oder stellst es an eine Wand in der Ecke und Ja, dann ist es weg, ne? weil es Also ist ja das, auch super leicht. Ich habe es jetzt gar nicht gewogen, aber es ist halt leicht. ja. Ja, Lass. ja. Was wird es haben? 5 Kilo, schätze ich mal. Ist ja Wie massives viel? Holz. 5 vielleicht, 5 Kilo. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ne? Wenn überhaupt, ja. Ja. Aber auf jeden Fall ein super Ding. Komm ich gut mit klar, kann ich super mitarbeiten. Thema Preis und wo kriegen wir das Ganze? Das wäre, glaube ich, noch so was so übrig wäre. Also ihr findet in den Shownotes von uns Links zum Kauf. Einmal über die Webseite selber und einmal über Amazon. Da wird das nämlich auch von White Oak Climbing angeboten. Spielt sich bei um die 60 € ab, das Ganze. Und ich würde sagen, jeden Cent wert. Ja. Also wenn man nicht gerade sich selber so ein Ding schreien hat, ich glaube, bauen lassen wird es kaum günstiger. Und vergleichsweise Produkte haben wir mal geguckt, liegen wir bei 100 € aufwärts. Ja, richtig. Von Also da, daher, das ist schon
Guter Kurs, ne? Und das Ja. ist Qualität, das darf man nicht vergessen. Also man läuft jetzt nicht Gefahr, da Splitter in die Füße zu kriegen. Es ist Nein. wirklich qualitativ sehr gut verarbeitet und hochwertig. Ja, also das Finish wird tatsächlich auch von Hand gemacht. Also da ist jetzt nicht nur Maschine und Hobel, Fräs und Mach und Tu, sondern wirklich von Hand wird das Finish gemacht, dass da auch wirklich alles schier und glatt ist. Und das merkt man der Beam auch absolut an. Mir fällt gerade was ein. Wie würdest du denn sowas pflegen, wenn da jetzt ganz viele Kunden rüber balancieren? Boah, ja, also ich habe tatsächlich es noch nie, also ich habe es schon im Kundeneinsatz gehabt, muss ich zugeben, aber ich habe es jetzt gar nicht großartig. Ich glaube, nee. Ja, doch, beim letzten Mal habe ich es einfach mit dem Lappen abgewischt, ganz kurz. Mit dem Feuchten. Viel mehr nicht, muss ich zugeben. Also viel mehr würde ich jetzt auch tatsächlich nicht machen. Es ist ein Naturprodukt, es ist auch die ganze Zeit eine Luft, da wird sich jetzt auch nicht viel festsetzen dran irgendwie. Von daher bin ich da einmal grob mit einem nassen Lappen drüber gegangen und das war's. Ja, wäre vielleicht mal spannend zu erfragen, ne, ob die da irgendwie eine Empfehlung aussprechen, ob man das dann zwischendurch mal irgendwie Ja. neu ölt oder keine Ahnung was, ne? Da hast du völlig recht, das müssen wir vielleicht nochmal nachholen und wenn, dann werdet ihr es bei uns finden in den sozialen Medien, Instagram, Facebook, Facebook-Gruppe. Also von daher, da halten wir euch dann auf dem Laufenden, sobald wir es wissen. Ja, warum ist denn Balancieren in deiner Philosophie wichtig? In meiner Philosophie ist deswegen Balancieren wichtig, weil wir im Endeffekt jeden Tag Balance brauchen. Ihr könnt da draußen ja mal überlegen, wie oft ihr am Tag an einem Bein steht. Ich lasse euch mal ein paar Sekunden. 21, 22, 23. Genau. Ich weiß es, ich weiß Ich es. weiß es, ich weiß es. Also im Idealfall mehrere tausend Mal. Nämlich, wenn ihr nicht gerade die Couch Potatoes seid und euch gar nicht bewegt, bei jedem Schritt, den ihr macht, steht Genau. ihr auf einem Bein. Und noch bevor wir anfangen zu gehen, die meisten ziehen sich morgens an und nicht jeder setzt sie dafür auf die Bettkante. Also wenn ich mir eine Hose anziehe, stehe ich auch mal auf einem Bein. Oder. Also es gibt so viele Möglichkeiten am Tag, in seinem Alltag, wo man auf einem Bein stehen muss. Und gerade eben, was das Gangbild angeht oder das Gehen angeht, ist es ja insofern essentiell wichtig, weil wir unser Leben lang ja gehen wollen. Und wir sprechen also beim Thema Balance auch über Sturzprävention. Also sprich, je besser unser Balance-System trainiert ist, desto besser können wir auch im hohen Alter Balance halten und gehen ohne Gehhilfen. Genau. Ja, wie hält man Balance? Und zwar, unser Muskel, System ist so aufgebaut, dass ihr ja oberflächliche Muskeln habt, die halt große Bewegung steuern. Ihr hebt einen Arm, ihr hebt Bein, aber darunter verstecken sich auch noch kleine Muskeln, die halt den Bewegungsapparat stützen und Halt geben. Und die ist tatsächlich auch mit für eure Balance zuständig. Ne? Das heißt, wenn ihr wirklich es vermeidet, euch einbeinig mal anzuziehen, Socken, Schuhe, Hose, falsche Reihenfolge, ich weiß. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe meine Mutter irgendwann dabei erwischt. Meine Mutter sagte irgendwann, ach, ich brauche so einen Hocker. Wenn ich mir Socken und Schuhe anziehe, dann möchte ich dabei sitzen. Und da habe ich gesagt, kriegst du nicht. Sie waren total entsetzt. Ja, wieso das denn nicht? Ich sage, nein. Ich sage, das ist der erste Schritt, sich abzutrainieren, Balance zu halten. Ich sage, lass es. Ich sage, mach es, mach es, mach es. Und du wirst sehen, irgendwann wird es besser. Und es ist auch tatsächlich so. Also wir haben jetzt sämtliche Hilfsmittel einfach weggenommen. Nein, haben wir nicht. Sie hat es Gemeinheit. eingesehen und sie trainiert es. Und es ist tatsächlich so, sie sagt halt auch, das kommt ihr sogar nicht nur beim Anziehen zugute, sondern auch tatsächlich beim Sport. Wenn sie mal so ihre Sportkolleginnen beim Reha-Sport und Co. beobachtet, die haben massive Probleme, auf einem Bein zu stehen bei gewissen Übungen oder sich halt auch vorher und nach dem Training die Schuhe an- und auszuziehen. Und sie sagte, das ist enorm, was das für einen Unterschied macht, wenn man das einfach im Alltag trainiert. Mit den Ja. einfachsten Mitteln, ne? Ja. Ja, und das Balance Beam ist halt dafür da, wie wir schon gerade eben gesagt haben, einfach mal im Vorbeigehen drüber zu balancieren. Und da merkt man auch ruckzuck seine Defizite, Ja. ne? Auf einem Bein zu stehen. Man hat immer eine Schokoladenseite und eine Vanilleseite. Und dann sollte man natürlich Augenmerk dann auf die Seite legen, die nicht so toll ausgeprägt ist, und dann kann man da ganz tolle Übungen mitmachen. Ja, absolut. Und der ganz gro
Ja, ihr hört, wir hüsteln und schnüpfeln. Also wer merkt, dass wir heute etwas nasal sprechen? Uns beide hat es ein bisschen erwischt mit dem leicht grippalen Infekt. Wo wollte ich? Achso, ja, Vorteil tatsächlich da bei dem Balance Beam ist, dass es eben nicht nur darum, man kann es auch über dieses normale Maß des Balancierens ja auch gut hinaus verwenden. Das heißt, wenn man möchte, kann man dann irgendwann aus den ich balanciere mit beiden Beinen weitergehen auf ich balanciere nur mit einem Bein auf der Stange und dann kann man noch weitere Übungen machen, sodass es irgendwann sogar bis hin zu einem sportlichen Workout wird mit ich gehe mal in die Hocke auf dem Ding, ich gehe in die Pistol Squat auf dem Ding. Ich mache keine Ahnung, was für Spirenzkes. Gibt es tausend Varianten? Könnt ihr sogar gerne mal bei YouTube eingeben. Da gibt es zig Videos, was Menschen auf solchen Beams machen für Übungen. Mit auf der alleine schon, das solltet ihr echt mal ausprobieren, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf so einer Beam in die eine Richtung zu gehen und auf der Beam euch umzudrehen. Was das für eine Herausforderung ist, das ist unglaublich. Boah, wie oft ich da abgestiegen bin oder auch heute noch absteige. Es ist halt einfach nicht einfach, wenn du nur noch mehr oder weniger auf den Zehenspitzen auf so einem Ding stehst für einen Moment, um dich dann komplett herumzudrehen. Das trainiert mal so richtig die Balance und die Muskulatur. Da merkt man das, bei so einer Drehung merkt man das nämlich richtig, wie das in die Wade geht, wie die Wade mitarbeiten muss zum Beispiel, ne? Was einem sonst gar nicht so sehr bewusst ist. Und Nee, das ist schon richtig. ganz spannend. Ja, Muskeln für Balance halten, natürlich groß im Bereich Torso. Das heißt, die Bauchmuskulatur, die Tiefenbauchmuskulatur, die Rippenzwischenmuskulatur, das sind alles Muskeln, die halten den Körper aufrecht und stabil. Und das werdet ihr auch relativ schnell dann merken, wenn man das benutzt. Was ich aber auch spannend finde, was das mit der Fußmuskulatur macht. Ich fand ja erst Ja. die 5 cm viel zu dick, Okay. habe aber festgestellt, dass die eigentlich optimal ist fürs Fußgewölbe, gerade beim Drüberbalancieren, ne? Sowohl fürs Quergewölbe, wenn ihr jetzt drüber gehst, aber auch bei Trainingsübungen fürs Längsgewölbe finde ich das auch sehr, sehr spannend. Also diese fünf Okay. Zentimeter sind wirklich super durchdacht, weil die halt wirklich auch die Gewölbe ordentlich triggern oder die Ja. Fußmuskulatur tatsächlich dann auch triggern in dem Moment, ne? Ja gut, also beim Längsgewölbe habe ich es noch gar nicht so beobachtet oder getestet, aber beim Quergewölbe gebe ich dir absolut recht, ist das eine schöne Geschichte. Ja, Ja. doch, Ich super empfehle auch Balance. dringend mal Folgendes auszuprobieren, wer es zu Hause hat, einen konventionellen Schuh mal zu nehmen und mal einen Fuß mit einem konventionellen Schuh und einen Fuß mal barfuß, was das für einen Unterschied macht über so eine Beam und vielleicht kann man dann auch nachvollziehen, warum aus unserer Sicht halt eben Barfuß oder Barfußschuhe mehr Sinn machen als konventionelle Schuhe, auch mal in extremen Situationen. Jetzt sprechen wir mal über das Thema Wandern zum Beispiel ganz kurz. Thema Sturzprävention beim Wandern, ne? Wenn sich mein Fuß halt um Hindernisse oder um ein Balancier Stab komplett rumlegen kann und sich festhalten kann mit dem quasi ganzen Fuß, ist das schon was deutlich anderes, als wenn ich dann nur diese knappe Auflage des Radius habe, weil der Schuh eben zu steif ist. Und deswegen, das ist eine schöne Geschichte, die ich euch empfehle, wirklich mal zu testen. Ja, richtig. Was hatte ich denn jetzt gerade eben noch im Kopf? Ja, habe ich dich verwirrt, Ach Entschuldigung. so, nee, du sagtest vorhin einbeinig drüber. Finde ich Ja. auch ein super wichtiger Aspekt, ne? Ja. Ich fange mit meinen Kunden ganz gerne so an, dass die erstmal nur einbeinig drüber humpeln. Also ein Bein auf der Stange, ein Bein am Boden, ne? Okay. Um einfach auch die Hüfte so ein bisschen aus dem Gleichgewicht quasi zu bringen Ah, auch oder nicht schlecht. muskulär auch herauszufordern, damit man auch wieder, ja, trainiert über unebene Gelände sich zu bewegen. Ja. Ne? Wie, Ja. was hat das für eine Höhe? 3 Zentimeter, glaube ich, darunter oder 2 Zentimeter unter Stange, also acht Zentimeter Ja, hoch, dann das obere. sieben Ja. bis acht, genau. Das Ja. ist natürlich dann für die Hüfte auch eine ordentliche Herausforderung, was man auch teilweise bei Wandern im Gelände auch benötigt. Ja. Ne, dass die Hüfte da mobil bleibt, aber auch die andere Seite die Kraft aufwenden kann, den Körper dann Ja. entsprechend humpelnderweise
fortzubewegen. Ne? Also was ich tatsächlich eigentlich damit meinte, eher mit dem Einbeinigen, aber es ist auch eine schöne Variante tatsächlich. Ich mache es dann so, dass ich nur auf einem Bein versuche, auf der Stange zu stehen, das andere Bein dann lang daneben hängen. Also wirklich auch lang daneben hängen. Nicht anfangen, hier wie das Pendel auszuschlagen und hinter das andere Bein ist hüfthoch. Und dann eben halt Schritt für Schritt es genauso zu machen, aber immer das Standbein halt auf der Beam zu lassen und das andere Bein dann locker ein paar Sekunden daneben baumeln zu lassen, bevor man den nächsten Schritt macht. Und aus dieser Bewegung heraus kann man dann nach und nach auch tatsächlich einfach ein längeres Stehen mal machen und dann eben auch daraus dann weitere Übungen für sich selber kreieren. Ne? Wie gerade angesprochen, mal so eine Pistol Squat aus dem, ich glaube, Yoga-Bereich kommt das, kräftigenden Yoga, also wo man quasi auf einem Bein in die Hocke geht und das andere Bein lang nach vorne ausstreckt. Ist jetzt nichts für kleine, dicke Menschen wie mich. Also ich kriege das nicht hin, ich bin dazu für, weiß ich nicht, zu schwach auf jeden Fall. Also ich schaffe das definitiv von der Balance noch nicht und es ist auch scheiße anstrengend, also ich schaffe es auch von der Kraft her nicht, aber ich trainiere da in die Richtung hin, weil ich finde das total spannend und auch wichtig und auch cool von der Kraft- und Bewegungskomponente da drin. Ja, richtig. Oder auch als Dehnungsunterstützung, ne? Ja. Auch ganz tolle Sachen mitmachbar. Ja, dass du halt diese leichte Erhöhung nutzt, um halt ja, Wade zu dehnen, ne? Oder auch, jetzt ist der Muskel weg. Der Muskel, der Oberschenkel hoch Richtung Hüfte, der immer bei den Joggern verkürzt ist. Hamstrings. Meinst du nee, jetzt, das ist oder? Ja hinten, das ist ja Oberschenkelrückseite. Ach so, ich dachte, den meintest du jetzt, ja. Der Hüftbeuger. Hüftbeuger, genau. Der ist ja auch immer Hüftbeuger. Ich habe zu viel Rotze im Kopf. Ja, den Hüftbeuger, absolut. Ja, und übrigens braucht ihr euch auch, das wollte ich noch vorhin erwähnt haben, ihr braucht euch auch keine Sorgen machen, wenn ihr euch da irgendwie quer für irgendwelche Übungen draufsteht. Das Ding steht bombensicher. Ja. Da ist zwar, also ich habe das ausgepackt und gedacht, oh, das ist aber ein kleiner Fuß. Aber dadurch das Ganze so eng am Boden gehalten ist, der Fuß wirklich eine optimale Breite hat und dann auch noch zwei sehr rutschfeste Pads an jedem Fuß hat, steht das Ding wirklich bombastisch gut und sicher auf dem Boden. Ihr könnt da also ziemlich alles mitmachen. Das Ding fällt auch nicht um. Von daher, keine Angst, kein Stress, einfach dran gehen. Ja, tatsächlich, also, tatsächlich. Also ja. Richtig gute Stabilität, das kann ich auch echt nur bestätigen. Ja. Ne? Guter Fuß, gute Breite, sodass wirklich nichts irgendwie kippen oder wegrutschen kann. Also richtig genial durchdacht. Ja. Ja. Ja, wie viele bestellen wir? Ja, also ich bin schon mal froh, dass ich einen hier habe. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ob ich noch zusätzliche bestelle, auch für meine für Kundenkontakte, dass ich zumindest 2, 3, 5 habe. Bei mir macht es im Moment insofern wenig Sinn, weil ich ja noch meine 8 eigenen Stangen habe. Hätte ich meine 8 eigenen Stangen nicht, hätte ich garantiert welche noch nachbestellt von White Oak. Ja. Weil die wirklich gut sind. Ja, das ist so. Kann man leider nicht meckern, ne? Würde der Ostwestfehler jetzt sagen. Genau. So ist es. Ja. Ich habe zu den Balance Beams nichts mehr zu sagen und auch zum Thema Balance nicht mehr so viel. Was hast du denn noch auf deinem Zettel? Ja, Balance zu trainieren hat nicht nur was mit der Muskulatur zu tun, sondern hat auch viele neuronale gute Aspekte, ne? Also wer seine Balance trainiert, der trainiert auch in gewisser Weise die Nerven, aber auch das Gehirn. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema aus dem Neurotraining. Ja, das stimmt. Na, dass man sich halt nicht nur körperlich fit hält, sondern tatsächlich auch geistig fit hält. Ja. Wir hatten es mal schon mal in der vergangenen Folge sogar ganz knapp angesprochen, als wir über das Thema Zehngang bei Kindern gesprochen hatten. Wie viel ja dieser Zehngang eben mit dem Thema Balance und eigentlich mit der neurobiologischen Entwicklung zu tun hat. Ja. Ja. Und da natürlich einen Status quo zu halten oder tatsächlich sich vielleicht sogar noch zu verbessern, ist dann natürlich der nächste Weg. Ne? Das eine muss sich entwickeln und dann diese Entwicklung kann man natürlich auch vorantreiben. Das stimmt, da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ja, genau. Das und auch Reaktionsfähigkeit, ne, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, im Bereich Sturzprävention. Ja. Super wichtig. Also Balance, Balance, Balance und nochmal Balance. Macht das einfach mal. Ne? Im Alltag, egal ob mit oder ohne Tools. Nicht hinsetzen zum Anziehen oder einfach mal so den Einbeinstand üben. Dann gerne irgendwann steigern mit irgendwas Wackeligen unter den Füßen. Das hat auf alle Fälle immer einen guten Mehrgewinn.
Ja, das war definitiv nochmal ein guter Schlusspunkt zum Thema Balance, würde ich sagen. Wir sind mit dem heutigen Thema erstmal durch. Es sei denn, ich habe jetzt dich abgeschnitten. Nö, Nö, abgeschnitten dann ist nicht. gut, dann ist gut. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und wissen noch gar nicht, womit. Wir sind im Moment, das möchte ich euch nicht vorenthalten, im Moment ein bisschen in der Findungsphase, was unseren neuen Titel angeht, beziehungsweise den neuen Titel haben wir eigentlich schon gefunden. Wir sind gerade dabei, ein neues Logo zu entwickeln und werden zeitnah rebranden. Und dann wollen wir auch mit dem Rebranding nochmal das ein oder andere Thema neu aufrollen, das wir in der Vergangenheit schon hier besprochen haben, neue Aspekte, die wir gewonnen haben im Rahmen unserer Trainings und Workshops besprechen. Wir wollen aber auch das ein oder andere Mal noch von ganz anderen Punkten, Standpunkten beleuchten. So sind wir zum Beispiel im Moment dabei, das Thema historische Entwicklung unserer Schuhe so ein bisschen aufzuarbeiten. Da sind wir gerade in der Recherche. Da kommt es jetzt darauf an, wann uns der Interviewpartner zur Verfügung steht. Aber wir haben auch neue Schuhe in der Pipeline. Auch da warten wir im Moment auf die Produkte, sodass wir euch noch gar nicht sagen können, wo wir in 14 Tagen dann tatsächlich mit an den Start gehen. Und ja, von daher bleibt uns einfach gewogen. Es wird definitiv so oder so, wie Yvonne immer sagen würde, spannend in unseren Themen. Und ja, wenn ihr selber Kontakte zu Herstellern habt, die ihr mal hier bei uns gerne hören wollt, oder wenn ihr Hersteller seid oder ihr andere Themen einfach habt, die ihr gerne mal mit uns hier besprechen wollt oder von uns besprochen haben wollt, bitte meldet euch bei uns. Wir sprechen immer gerne über alle möglichen Themen und gerade die Gespräche, die letzten drei Interviewfolgen haben uns sehr viel Spaß gemacht mit dem Austausch mit euch da draußen. Also von daher gerne melden und dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Damit sind wir raus. Für heute ist verabschiedet sich das Team vom Barfußen Podcast mit einem Ciao. Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social Media Kanälen folgt. Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote, Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen. Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich, bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimpott.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich. Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Seile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab.
gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, guck, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir alles passt. Stiffe, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Ich lauf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss? Ach, heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß.